Hallo meine Lieben, heute gibt es eine Anleitung von diesem hübschen Stern. Ich habe ihn aus Baumwolle gehäkelt und zur Verstärkung solch einen Häkelring aus Plastik verwendet. So, dann legen wir direkt los. Ich halte den Faden mit dem Mittelfinger von hinten an diese Plastikscheibe und kann so den Faden holen und feste Maschen machen. Und diesen kurzen Faden, den häkle ich direkt mit ein. So kann man ihn später abschneiden und braucht ihn nicht zu vernähen. In diesen Ring häkeln wir nun genau 31 feste Maschen. Wenn ihr mit dem Platz nicht hinkommt, könnt ihr das Ganze ein bisschen zusammenschieben, sodass genau 31 Maschen hineinpassen und wir schließen dann mit einer Kettmasche. Nun machen wir 10 Luftmaschen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und machen eine Kettmasche in die fünfte Masche hinein. Von jetzt an wiederholen. 10 Luftmaschen und eine Kettmasche in die fünfte Masche hinein machen. Die ganze Runde so machen. Und nun komme ich schon zu dem Schluss. Wieder eine Kettmasche unten hinein und so haben wir den Kreis geschlossen. Nun machen wir insgesamt 5 feste Maschen in den nächsten Bogen. Eine weitere feste Masche für die Mitte. Jetzt folgen 3 Luftmaschen und dann in diese 2 Maschen hinein kommt eine Kettmasche. Und in den Rest des Bogens 5 feste Maschen. Danach unten wieder eine Kettmasche machen und den nächsten Bogen beginnen. Wieder 5 feste Maschen häkeln. Eine Masche noch dazu für die Mitte, dann die 3 Luftmaschen und die Kettmasche und 5 feste Maschen in den Rest des Bogens hineinhäkeln. Und unten wieder eine Kettmasche. Und so wird jetzt jeder Bogen behäkelt. Hier bin ich schon am Ende angelangt. Dann kommt wieder diese Kettmasche zum Schluss. Und jetzt machen wir nur Luftmaschen. Und zwar solltet ihr überlegen, wo ihr euren Stern aufhängen wollt. Dementsprechend lang oder kurz sollte das Bändel sein. Ich habe, ich glaube, 28 oder knapp 30 Luftmaschen gemacht. Und ihr könnt das ja immer wieder schließen bzw. mal unten anhalten, ob dieses Bändel dann lang genug für euch ist. So auch wieder in dieselbe Masche unten eine Kettmasche hineinmachen. Ne? Und den Faden dann sauber vernähen oder verhäkeln. Danach werden die Zacken des Sterns schön auseinandergezogen. Das war der restliche Faden vom Einhäkeln von dem Ring.
So, und wenn alle Zacken schön auseinandergedehnt sind, können wir den Stern dann schon dekorieren. Ich verwende dafür selbstklebende Strasssteine und die sind zwar selbstklebend, aber ich gebe doch noch mal einen Tupferkleber drauf, damit sie wirklich fest sind. Es kommt nun dort, wo die Häkelnadel liegt, nämlich in der Spitze des Sterns, ein Strassstein und dann zwischen den Bögen ein Strassstein. Anschließend die Spannfäden von diesem Kleber gut entfernen. Ja, und damit ist der schöne Stern auch schon fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video. Eure Jule.